Servus Leute, willkommen zu einem neuen React hier vom kleinen Kanal. Wie mir geht, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben und abonniert mich sehr freuen und dem Kanal sehr helfen. Und zum ersten Mal reagiere ich heute auf ein Video von Tubord Guys. Nein, ich mache Gronkh nicht nach. Ich habe das empfohlen bekommen und mir gedacht, weißt du was, guck doch einfach mal rein. Vielleicht gefällt es den Leuten ja und dir macht es jetzt auch Spaß. Und jetzt sind wir hier. Thema Shein wird beim Lügen erwischt. Ja, Link zum Originalvideo und zum Kanal, wie immer, unten in der Beschreibung. Und ihr seht dieses Video hier, wenn ich im Urlaub bin. Das heißt, es ist auch genug Zeit seit dem Upload vergangen, sodass keiner jammern muss, dass ich ja keine 48 Stunden warten kann. Ich habe das immer noch im Kopf von dem Dashcam Drivers Germany Video. Das geht mir immer noch auf den Keks. Weil, wie gesagt, man kann mit mir reden. Da muss aber nicht dumm kommen. So, legen wir los. Billig. Billiger. Von Shein habe ich schon mal gehört. Da ist wohl schon länger nicht alles in Ordnung. Willkommen zu einem neuen Shein-Haul hier auf meinem Kanal. Ihr müsst unbedingt dranbleiben, ich habe wieder richtig tolle Teile gefunden. Mode, die günstiger ist als der Döner bei dir um die Ecke. Solche Preise haben einen Preis. 1,87 €, okay. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt zu hören bekommen. Kann es doch sein, dass du... Geil. Doch all das ist jetzt Geschichte. Shein hat sich nämlich gebessert. Sie achten jetzt auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Ausbeutung ist passé. Shein will jetzt grüner und der Katalysator für eine gerechtere und nachhaltigere... Klingt ja alles erstmal sehr, sehr gut. Aber es klingt halt eben auch einfach nur gut. Riechst du das? Weißt du, was das ist? Bullshit. Alter, das Intro ist geil. Das Intro ist richtig cool. Okay, das ist nicht meine Musik, aber trotzdem lustiges Intro. Shein ist ein unfassbar dreckiger Ultra-Fast-Fashion-Konzern. Der Laden bemüht sich nach außen quasi eine Blackbox zu sein. Es gibt keine detaillierten Infos zur Produktion, zu den Lieferanten, zu Arbeitsbedingungen oder zur genauen Konzernstruktur. Auch die Unternehmensgewinne behält Shein lieber für sich. Trotzdem gibt es zum Glück immer wieder große investigative Recherchen. Zuletzt gab es vor knapp 2-3 Jahren zum Beispiel Undercover-Berichte von Public Eye und Channel 4. Links in der Beschreibung. Die Journalisten haben aufgedeckt, wie es hinter den Kulissen des Plastik-Fashion-Giganten wirklich abläuft. Ich bin sehr müde, total erschöpft. Bis wann arbeitest du? Bis 2 oder 3 Uhr morgens. Kleidungsstücke müssen zum Großteil immer noch aufwendig per Hand hergestellt werden. In dieser Branche gibt es noch keinen superfunktionalen 2v5 Extreme Pro GPT-Nährroboter. Die Recherchen kommen damals Was? Zu dem Ergebnis, die Arbeitsbedingungen bei Shein sind offenbar unterirdisch schlecht. Mitarbeiter haben teilweise keinen Arbeitsplatz, keine Verträge, keine Sozialversicherungen. Ach du Scheiße. Dafür schuften sie in den Fabriken bis zu 75 Stunden in der Woche. Was? Vielen Berichten zufolge reicht der Lohn oftmals nicht einmal zum Leben aus. Wie viel bekommst du pro Stück? 40 Fan. Letzten Monat 0,06 Euro. Ach du Scheiße, das ist ja nicht mehr nur Ausbeutung, das ist Ausbeutung Ultra Hyper Deluxe. Ist das wirklich legal in den Ländern? Weil da kannst du den Leuten auch direkt ins Gesicht spucken. Wow. Und deswegen sage ich immer wieder, guckt euch gut an, was ihr kauft. Und zahlt lieber 1 Euro oder 2 oder 3 mehr, als dass ihr sowas unterstützt. Ja, billig ist schön. Aber bitte, Leute, habt das Verständnis, habt die Weitsicht dafür zu verstehen, was ihr damit unterstützt, wenn ihr so billig wie möglich einkauft. Denkt immer dran, dass dahinter Menschen sitzen, die den Scheiß herstellen müssen und zu welchen Bedingungen die arbeiten müssen. Bitte tut mir den Gefallen und denkt daran. Wenn die Rückgabequote steigt, sind es nur 27. All das, damit Luisa... Und ja, ich verstehe, dass manche Leute sich eben nicht mal eben die 20-Euro-Hose aus dem C&A holen können, sondern lieber zur 5-Euro-Kick-Hose greifen, weil sie einfach nicht das Geld haben. Das sehe ich vollkommen ein. Müsst ihr mich gar nicht belehren. Es geht mir nur darum, dass ihr im Hinterkopf behaltet, was ihr da dann kauft. Wenn ihr das wisst und euch dann trotzdem sagt, ja, es geht halt nicht anders, ich bin darauf angewiesen, dass ich das nehme und nicht eben das Teurere, kein Problem.
Es geht mir nur darum, dass ihr euch bewusst seid, was ihr damit unterstützt. Würdest du das klar verstehen? Und Emily das Kleid im Shop später für diesen Preis kaufen können. Die Klamotten haben natürlich auch überragende Qualität. Ja klar. What the hell is it? Greenpeace hat 2022 in einer Stichprobe in einigen Pieces gefährliche Chemikalien gefunden. Wir haben auf Haupt- und Zweitkanal auch schon mehrfach über Shein gesprochen. Nennenswert ist hier vor allem der sensationelle Influencer-Trip zu den Fabriken in China. Ja klar, natürlich. Das ist komplett alles echt, was ihr euch da zeigt. Das ist überhaupt nicht gestellt. Nein. Es gibt schon die ein oder andere Influencer, die das auch noch glauben, was sie da sagen. Für die Influencer ging es standesgemäß in der Business Class nach China. Wenn du auch gerade im Ausland unterwegs bist, hast du hoffentlich einen praktischen Reisebegleiter dabei. Ist euch klar, dass der Herr der Ringe schon verdammt alt ist an diesem Zeitpunkt? Ich habe das damals noch im Kino gesehen. Als ich gesehen habe, wie alt diese Filme, auch Harry Potter und Stein der Weisen übrigens, schon sind. Ich habe gedacht, mich will jemand verarschen. Ich bin echt alt inzwischen. Oh Mann, das war echt eine Erkenntnis, auf die hätte ich verzichten können. Mit deiner personalisierten Revolut-Karte mit überragendem Design bist du an jeder Kasse am Ballermann der absolute Hingucker. Revolut ist eine digitale Bank mit weltweit mehr als 40 Millionen Nutzern. In nur wenigen Minuten kannst du ein Konto eröffnen und dir 20 Euro Bonus sichern. Ich mag Moneten. Dann kannst du kostenlos den Zwanni abheben und ihn direkt jemandem in die Hand drücken, damit er eine Liga am Strand für dich freihält. Abgesehen davon kannst du den Echtzeitwechselkurs in über 36 Währungen nutzen. Salam aleikum. Mit der App erhältst du immer den Überblick darüber, was an Geld reinkommt und für was du es wieder ausgibst. Über diesen QR-Code cool. und den Link in der Beschreibung kannst du Revolut jetzt testen. Bei der Kontoeröffnung erhältst du einen 20 Euro Willkommensbonus. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Als Konzern der tragbaren Plastikmüll verkauft, hat man es heute aber nicht mehr ganz so leicht wie früher. Wir haben ihn mit den Sperren gejagt und Feuer gemacht. Heute fliegen wir von Los Angeles nach Bangkok. Der Billigmode-Gigant. Also mal. Ja, das ist schon cool, das wird heute können, aber bei so manchem Individuum frage ich mich, ob diese Evolution wirklich stattgefunden hat in puncto Verhaltensweisen. Und wenn ich mich so umgucke da draußen, frage ich mich auch, ob wir jetzt nicht nur teilweise, sondern ziemlich stark, so langsam aber sicher gesellschaftlich zurückentwickeln zum Neandertaler. Wenn ich so manche Leute reden höre, gerade auf Social Media Plattformen, denke ich mir, Junge, was hat dich am Kopf getroffen, dass du so fucking dumm bist? Und wird gleich aus mehreren Richtungen skrupellos attackiert. Die Bad Publicity aus den großen Enthüllungen und Recherchen setzt den Konzern immer mehr unter Druck. Parallel dazu greift die EU hinter uns an, Ende 2023 einen Verhaltenskodex für große Digitalkonzerne aufzustellen. How dare you? Mit mehr als 45 Millionen monatlichen Usern in der EU muss sich Shein jetzt an strengere Regeln halten, stärker geistiges Eigentum schützen und härter gegen gefälschte Produkte. Na klar, da halten die sich bestimmt dran als chinesischer Konzern. Klar. Vorgehen. Außerdem muss der Konzern untersuchen, wie er Gesundheit und Sicherheit vor allem von minderjährigen Kunden beeinflusst. Natürlich. Auch beim geplanten Börsengang werden dem Konzern immer wieder Steine in den Weg gelegt. Ihr baut wirklich Musik von diesem geistig mindermittelten Vollidioten ein? Ja, das ist eine Beleidigung, ich weiß. Aber ganz ehrlich, habt ihr mal gehört, was der so von sich gibt? Na gute Naidu. Ey, da kannst du dir nur an den Kopf greifen. Ich weiß, die Musik ist bewusst eingebaut, um zu zeigen, dämlich, aber weiß ich nicht, ob man dem noch eine Plattform geben sollte, in irgendeiner Form. Ein Börsengang könnte Shein bei ihrer weiteren aggressiven Expansion helfen und finanziell in eine neue Liga katapultieren. Das Problem ist nur, dass man als notiertes Unternehmen die ein oder andere Auflage erfüllen muss. Man muss Finanzberichte veröffentlichen und allgemein ziemlich transparent sein. Und das ist nicht gerade die Stärke des Konzerns.
Der Börsengang in den USA soll einigen Berichten zufolge bereits gescheitert sein. Die Stimmung zwischen China und den Amerikanern ist aktuell nämlich eher blöd kompliziert. Deshalb soll der Konzern jetzt versuchen, in Großbritannien an die Börse zu gehen. Gegenwind und Druck aus gleich drei Richtungen. Ready? Player 1, Player 2, Player 3, go! Ich feier das total, ey. Ich feier diesen Production Value. Plastic Empire muss klar sein, dass es so nicht weitergehen kann. Plastic Empire. Es ist Zeit für echte Veränderung. Die PR-Abteilung hat sich also direkt an die Arbeit gemacht. Auf der eigenen Website beteuert Shein heute, wie wichtig ihnen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter ist. Laut Shein solle sich jeder Mensch bei seiner Arbeit sicher fühlen. Deshalb biete der Konzern Schulungen an und es gäbe klare Richtlinien zu den Themen Belästigung, Diskriminierung sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Außerdem wurden satte 15 Millionen Dollar in die Hand genommen. Damit sollen die Arbeitsbedingungen in den Werken verbessert werden. Neben dem Menschen liegt Shein aber natürlich auch plötzlich die Umwelt am Herzen. Shein will nachhaltiger werden. Sie wollen ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Für all das gibt es auch eine tolle Grafik, die uns Sheins Weg nochmal wunderbar visualisiert. Die Evolution Roadmap zu einer Sustainable Future. Laut dem CEO und Co-Founder von Shein habe jeder eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft verdient. Der CEO glaubt, Shein könne ein Katalysator für diesen Wandel sein. Endlich Schluss mit der Ausbeutung von Mitarbeitern. Bauen sich ein wunderschönes Image nach vorne auf. Es ist so eine riesige Plastikwand oder Pappwand. So wie der Saloon im Schuh des Manitou. Wo auch so eine riesige Wand war, was immer nur eine Kulisse war. Hinten dran ist einfach der größte Müllberg der Welt. Schluss mit dem Umweltverpesten. Bam! Und Schluss mit dem Greenwashing. Bam! Natürlich ist das alles absoluter Bullshit. Die Schweizer Organisation Public Eye hat rund 2,5 Jahre nach ihrer ersten hervorragenden Recherche bei Shein nachgeschaut, ob sich denn wirklich etwas im Unternehmen gebessert hat. Und sie haben den Konzern beim Lügen erwischt. Überraschung! Die Recherchen von Public Eye haben wir euch in die Videobeschreibung gepackt. Bei Shein hat sich, Überraschung, nicht wirklich etwas verändert. Die Arbeitsbedingungen sollen immer noch unfassbar schlecht sein. Laut den Recherchen schuften Shein-Mitarbeiter weiterhin teilweise 75-Stunden-Wochen. Auch an der Wahnsinn. Vergütung soll sich so gut wie nichts... Der feuchte Traum der FDP. 75 Stunden, am besten 100-Stunden-Woche. Arbeite nur noch, du Schwein! Ah, da kriegt doch jeder FDPler feuchte Augen, wenn er das liest, oder? Verändert haben. Die Mitarbeiter stehen augenscheinlich weiterhin unter großem Druck. Sie werden oft nach Stückzahl bezahlt und wenn sie nicht schnell genug sind, müssen sie teilweise unbezahlt Nacharbeit leisten oder sogar Strafe zahlen. Wir haben Shein dazu um Stellungnahme gebeten und eine Antwort erhalten. Oh, what? Shein erkennt viele der Anschuldigungen aus dem Public-Eye-Bericht nicht an. Sie sagen, dass der Bericht auf einer kleinen Stichprobe basiere, die Shiens Zusammenarbeit mit tausenden Arbeitnehmern und Lieferanten nicht widerspiegeln könne. Untersuchungen externer Prüfer hätten außerdem gezeigt, dass Shein-Arbeiter im Schnitt den doppelten lokalen Mindestlohn verdienen und 50% mehr als der für Shenzhen festgelegte existenzsichernde Lohn. Um die Arbeitsbedingungen entlang ihrer Lieferkette zu verbessern, habe Shein mehrere Richtlinien entwickelt. Strenge Standards in verschiedenen Bereichen sowie geltende Gesetze und Vorschriften würden eingehalten und kontrolliert werden, auch von externen, unabhängigen Prüfern. In all diese Initiativen würden etliche Millionen Dollar fließen und sie betonen ihre Bereitschaft, eng mit Regierungen und Behörden zusammenzuarbeiten. Zu den Arbeitszeiten und dem Vorwurf der 75-Stunden-Wochen äußert sich Shein nicht. Für einige Zeit stand dieser Text auf der Website von Shein. Ein Pressesprecher der drei Prüffirmen TÜV Rheinland, SGS und Intertech soll Folgendes gesagt haben. Shein ist sich seiner Verantwortung bewusst und stellt sicher, dass die in den Fabriken seiner Zulieferer beschäftigten Arbeiter faire Löhne für die geleistete Arbeit erhalten. Public Eye hat herausgefunden, das war gelogen. Der TÜV Rheinland soll eine solche Erklärung weder je abgegeben noch genehmigt haben. Denn TÜV sagt... Nein. Shein schreibt uns, dass sie die Quelle des Screenshots trotz umfangreicher interner Überprüfungen nicht identifizieren konnten. Wahrscheinlich, oder? Aber die Evolution Roadmap hat zum Glück noch zwei weitere Schein-Kategorien.
An dem umweltschädlichen Geschäftsmodell des Konzerns hat sich augenscheinlich auch nichts geändert. Das Erfolgsrezept von Shein, kurzlebige Plastikklamotten aus China in Massen zu spottbilligen Preisen zu verscherbeln, scheint irgendwie immer noch nicht ganz mit Nachhaltigkeit vereinbar zu sein. Wisst ihr, wie man das nachhaltig machen könnte? Wenn man den ganzen Plastikmüll, den wir in Weltmeeren und so haben, rausfischen würden und die daraus dann die Klamotten machen würden, dann wären sie nachhaltig, weil das ganze Zeug, der ganze Müll wieder in Umlauf gebracht werden würde, aber als eben etwas Neues. Wenn du also wirklich immer das Alte recycelst, um daraus etwas Neues zu machen, dann wäre es nachhaltig. Und ich glaube, das wäre auch vom Kosten-Nutzen-Faktor her, auch für Unternehmen wie Shein mit diesem Ultra-Fast-Fashion-Blödsinn da, der generell verboten gehört, weil, ganz ehrlich, wozu braucht es Ultra-Fast-Fashion? Wozu braucht es Fast-Fashion? Mach doch Klamotten so, dass sie langlebig sind. Dass ich für mein Geld, das ich ausgebe, auch wirklich was bekomme, an dem ich lange Spaß habe. Sollte doch auch ein Ziel sein, oder? Damit darum hast du keine Modenschauen mehr, weil dann. Ja, werden die ja arbeitslos. Wobei, was da so gezeigt wird, ist teilweise eh weird as fuck. Aber ja, das war doch mal eine Idee, um nachhaltig zu werden, oder? Aber dann müsste man halt auch mal vernünftig sein. Wir sind aber Meister darin, wir Menschen, immer mehr und mehr zu produzieren und dadurch immer mehr und mehr Müll zu erzeugen, statt den Müll wiederzuverwerten. Ist traurig, aber leider wahr. Irgendwann wird die Erde aussehen wie ein Wall-E am Anfang. Das ist unsere Zukunft, Leute. Bleibt nicht aus. Shein schreibt uns, dass sie im Gegensatz zu einigen verbreiteten Missverständnissen die billigen Preise durch ihr technologiebasiertes On-Demand-Geschäftsmodell und eine flexible Lieferkette bieten können. Der Konzern nehme seine Verantwortung ernst, unseren Planeten zu schützen. Sie hätten Initiativen ergriffen, um die eigenen Umweltauswirkungen zu reduzieren. Sie planen, die Emissionen ihrer gesamten Wertschöpfungskette bis 2030 um 25% zu senken. Ganz frisch habe Shein außerdem einen Circularity Fund in der EU und Großbritannien in Höhe von 200 Millionen Euro gelauncht. Das Unternehmen will zusätzlich 50 Millionen in weitere grüne Maßnahmen investieren. 250 Millionen Euro also für die Kreislaufwirtschaft. Startups unterstützen, die Technologien zum Textilrecycling entwickeln. Klingt ja erstmal gut. Kritiker werfen Shein schon jetzt vor, dass der Fonds auch einfach billiges Greenwashing angesichts genau des geplanten Börsengangs sei. Mit der Startup-Förderung wolle man außerdem Designer und Expertise einkaufen, sodass der Konzern in Zukunft den Stempel Kreislauf auf seine Plastikkleider drucken kann. Die gemeinnützige Bewertungsplattform Good on You urteilt: Nicht bestanden! Könnt so austicken, Alter. Es gibt keine Beweise dafür, dass Shein Maßnahmen ergreift, um die eigenen Klimaauswirkungen zu verringern, um die Folgen durch Mikroplastik oder den Einsatz von gefährlichen Chemikalien zu minimieren oder ganz auszuschließen. Der Konzern stellt immer noch täglich zahlreiche neue Plastikkonstruktionen online und lockt Kunden teilweise mit sehr aggressiven Rabatten. And the other 10 is just like random stuff they suggested to me to add to my cart last minute and I was like, you know what? Einige deutsche Kunden haben augenscheinlich beim Verlassen der Website ein Pop-up mit dem Text: Du könntest jetzt Gutscheine erhalten. Bist du sicher, dass du gehen willst? Ja. Angezeigt. Bist du sicher, dass du gehen willst? Hör auf mich. Ich bin so froh, dass ich gegen sowas absolut immun bin. Das könntest du mir ins Gesicht drücken, es wäre mir scheißegal. Wenn ich bei dir nichts kaufen will, wenn ich bei dir nichts kaufen, Ende. Wenn du mir das Ding schenkst, ist es mir wurscht. Shein soll auch geschrieben haben, dass die Paketshop-Abholung einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leiste. Riecht ihr das auch? Ich liebe diese Einblendungen. Die Deutsche Verbraucherzentrale hat bei Shein neben dem Paketshop-BS und den Pop-Up-Meldungen zusätzlich noch fehlende Informationen bei Sternchenbewertungen und ein unvollständiges Impressum gefunden und gesagt: Auch gut. Die wollen Krieg! Die kriegen ihren Krieg! Wer sich mit uns anlegt, der kriegt richtig in die Fresse! Die Verbraucherzentrale hat Shein im April dieses Jahres abgemahnt. Setz dahin! Sofort! Setz dahin! Es gibt immer einen, der größer und stärker ist. Bestimmt noch als ich, aber der ist hier nicht in diesem Raum. Laut dem Bundesverband der Verbraucherzentrale führt Shein Verbraucherinnen aufs Glatteis und missachtet Regeln des Verbraucherschutzes. Der kriegt richtig in die Fresse! Shein hat daraufhin eine Unterlassungserklärung unterzeichnet. Sie müssen jetzt die deutsche Website anpassen und Greenwashing, manipulative Designs und willkürliche Rabatte sein lassen. Tun sie das nicht, droht ihnen eine Vertragsstrafe.
Shein bestätigt uns, dass sie die Unterlassungserklärung unterzeichnet haben. Wirkt fast so, als ob Shein anscheinend die eigenen Mitarbeiter, Kunden und die Umwelt doch nicht ganz so ernst nimmt, trotz nobler Evolution Roadmap. Genauso dieser Name ist so dämlich. Leider offenbar teils auch gegenüber Behörden. Jeden Tag verschicken diese beiden Online-Händler 600.000 Pakete in die USA und 400.000 Pakete nach Deutschland. Also 1 Million Pakete jeden Tag. Einige Probleme auf. Shein und andere Billigmärkte wie Temu nutzen aktuell zum Beispiel teilweise ein Schlupfloch aus, um den deutschen Importzoll zu umgehen. Bei einem Warenwert von unter 150 Euro müssen bei der Einfuhr keine Zollgebühren gezahlt werden. Das Problem ist, dass beide Pakete an dieselbe Person gehen. Die Bestellung wurde allerdings zur selben Zeit getätigt, verschickt in 2 Paketen unter 150 Euro. Zählt man den Wert der Pakete zusammen, überschreitet man die 150 Euro. Und selbst wenn der Wert mal über 150 Euro liegt, vermuten Experten, dass einige chinesische Billigmärkte es mit der genauen Angabe dann auch teilweise nicht so ernst nehmen. Angemeldet wurde das Päckchen mit einem Warenwert von 54 Euro. Auf AliExpress gibt es das gleiche Modell für 1270 Euro. Das ist ein Unterschied. Das ist erstmal ein ordentlicher Unterschied, würde ich sagen. Da steht 1000 Euro und da, du kriegst es aber für 54. Da kann was nicht stimmen, würde ich mal behaupten. So, alles das Gleiche. Wir haben keine konkreten Hinweise, dass auch Shein so vorgeht. In ihrer Stellungnahme betont der Konzern, dass sie die geltenden Zollbestimmungen einhalten und jede erforderliche Steuer zahlen würden. Bei jedem nach Deutschland gesendeten Paket würden sie transparent die Einzelheiten der Bestellung aufzeigen, um den örtlichen Behörden den Importprozess zu erleichtern. Die da oben haben ein sehr ausführliches Video zu dieser Art von Schlupflöchern gemacht. Die EU geht davon aus, dass bei 65% der 2 Milliarden zollfrei angemeldeten Pakete der Wert zu niedrig deklariert wird. Und dann 65% von 2 Milliarden sind 1,3 Milliarden. Bei 1,3 Milliarden Paketen wird getrickst. EU und Bundesregierung sind bemüht, diese Schlupflöcher jetzt zu schließen. Shein hat 2022 einen saftigen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar gemacht. Wow. Ein Börsengang könnte dem Konzern zu noch mehr Wachstum verhelfen. Der Börsengang in London steht aktuell noch in den Sternen. Konzerne sind dazu verpflichtet, die menschlichen Eigentümer öffentlich zu machen. Shein dachte sich nö und hat einfach eine ihrer Firmen aus Singapur angegeben. Aktueller Stand beim Thema Börsengang ist also, dass der Konzern gegen britisches Unternehmensrecht verstößt. Unsere Fragen zum möglichen Börsengang nicht sehr clever. Wollte ich nicht kommentieren. Shein ist und bleibt ein ziemlich dreckiger Saftladen, der leider weiterhin viel zu erfolgreich ist. Wir hoffen, dass der Druck der Öffentlichkeit, der Kunden und der Behörden den Konzern irgendwann in den Griff bekommt und das ausbeuterische, räudige System von Shein endlich ein Ende findet. Wer ich bin? Ich bin der Typ, der die Straßen reinigt. Und du Stück Dreck, du bist jetzt weg. Das war's für heute, liebe Gang. Schaut nach links und rechts, wenn ihr bei Sonnenschein über die Straße geht. Legt euch niemals mit der Verbraucherzentrale an. Feiert gut und... My name is Carsten Stahl. Case closed. Ja, war ein sehr cooles Video, hat mir Spaß gemacht, hoffe euch auch. Und das Production Value von Simply und seinen Leuten ist halt auf allen drei Kanälen abartig gut. Ob's Fern ist, Simplicissimus oder Two-Bot Guys, es ist der Wahnsinn. Also wirklich, die sich für eine Mühe geben, auf dem Level wäre ich auch gern, aber ich habe erstens nicht das Talent dazu und zweitens nicht die Zeit dazu, mich da so reinzuarbeiten in Schnittprogramme, um auf dieses Level zu kommen. Das ist wirklich immer wieder beeindruckend. Also lasst da gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Daumen nach oben mache ich jetzt auch schnell. Und wir hören uns, sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich habe gerade gesehen, hat noch was über Tesla gemacht auf dem Kanal. Ist schon einen Monat alt, aber ist ja wurscht. Mache ich trotzdem mal mit. Muss ja eh vorproduzieren für den Urlaub. Keine Ahnung, wann das hier kommt. Ob noch, wenn ich noch da bin oder danach. Es werdet ihr alles sehen. Auf jeden Fall, welche Versorgung, dass genügend Videos da sind. In dem Sinne, Leute, macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel, bis zum nächsten Mal und ciao.